und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, es ist strahlender Sonnenschein. Was kann es Schöneres geben auf eine Vorbereitung zur nächsten Quest? Zu mir, Champion. Wir sind durch meinen Apexstein verbunden, weshalb nur ihr mich sehen könnt. Ich muss euch bitten, etwas richtig zu stellen, bevor es zu spät ist. Sterbliche, dieser himmlische Wächter hat eine weitere Pflicht, die ihr für ihn erfüllen könnt. Natürlich. Was soll ich tun? Mein Champion Titus, den ich über die Sande der Zeit hinweg herbeigerufen habe, schwindet langsam dahin. Sein sterblicher Geist verkraftet seine neue Wirklichkeit nicht. Je länger er hier bleibt, desto mehr wird er von dem verlieren, was er ist. Könnt ihr ihn nicht einfach in seine eigene Zeit zurückschicken? Wenn es nur so einfach wäre. So wie Titus sich selbst verliert, so schwindet auch meine Verbindung zu ihm. Mein Segen erreicht ihn nicht mehr. Titus hat alles getan, worum ich ihn gebeten habe. Es ist an der Zeit, ihn nach Hause zu schicken. Werdet ihr mir helfen, damit er sich erinnert, wer er ist? Ja, ich werde Titus helfen. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Das letzte Mal habe ich Titus im Norden gesehen, als er nach dem Grab seiner Frau suchte. Auch wenn sein Geist dahinschwindet, kämpft er darum, an ihm festzuhalten. Ihn schmerzt die Einsicht, dass alle, die er jemals kannte, tot und vergessen sind. Und doch tut er alles, um seine Erinnerungen am Leben zu halten. Warum habt ihr Titus in diese Epoche gebracht? Die Verderbnis der Schlange war heimtückisch. Als ich merkte, was mit meinem Apexstein geschieht, war ich schon zu schwach, um mich zu wehren. Doch ich konnte meinen Champion noch zu mir rufen. Titus ist tapfer und er kennt diese Region gut. Ich wusste, dass er mir viel nutzen würde. Die anderen beschworenen Soldaten wie Tarish Tzi wurden von der Schlange kontrolliert. Warum Titus nicht? Die Schlange zwang mich, Tarish Tzi und seine Armee herbeizurufen, indem sie unsere Verbindung nutzte, um in unseren Geist einzudringen. Ich konnte Titus herbeirufen, ehe die Schlange mich vollständig kontrollierte. Es war meine letzte freie Tat. Und sie erlaubte es auch Titus, seinem eigenen Herzen treu zu bleiben. Wusstet ihr, dass Titus seine Erinnerungen verlieren würde? Derart komplexe und mächtige Magie birgt immer ein gewisses Risiko. Doch ich hatte nie vor, Titus ein Leid anzutun. Jetzt will ich die Dinge richtig stellen. Ich will dabei helfen, Titus Erinnerungen und seine Verbindung zu mir wiederherzustellen. Und ich kann ihn dorthin zurückschicken, wohin er gehört. Ja, das klingt grundsätzlich erstmal gut. Natürlich müssen wir schon wieder nach da oben reisen. Es ist zum Verrücktwerden. Ich wusste doch, dass wir nochmal da zum Verlies hin müssen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir jetzt in das Verlies rein müssen. Also nochmal rein müssen. Aber ich hatte es irgendwie noch in der Erinnerung, dass wir halt eben nochmal nach da oben müssen. Joa. Dann machen wir das doch. Reiten wir nochmal den Weg hier rum. Da. Allerdings ist er diesmal nicht im Verlies, sondern wir müssen mal gucken. Er müsste irgendwo hier draußen stehen. Bin mir nicht sicher, ob er jetzt da nach dem Grab noch sucht von der Frau. Das war ja das, was der Krieger gerade gesagt hat. Moment, tiefer? Ach, da unten ist er. Ich glaube, er hat das Grab gefunden. Sieht zumindest so aus. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür, meine Freundin. Ich hege keinen Groll gegen euch, aber wenn ihr mich nicht in Ruhe nachdenken lasst, ziehe ich gegen euch blank. Ich kam hierher, um mich an sie zu erinnern. Ich muss mich an sie erinnern. Ich habe alles andere verloren. Ich darf sie nicht auch noch verlieren. Was geschieht mit euch? Was geschieht mit mir? Ich schwinde dahin. Ich erinnere mich bestens an alle Geschehnisse seit meiner Ankunft in dieser Zeit. Aber Erinnerungen aus meiner Zeit? Erinnerungen an den, der ich wirklich bin? Sie rinnen mir durch die Finger wie Sand in einem Stundenglas. Warum seid ihr in diesen verlassenen Ort gekommen? Ich bin hierher gekommen, um an der Erinnerung an meine Frau festzuhalten. Doch die Erkenntnis, dass sie tot ist, das ist schier unerträglich. Wenn ihr in eure Zeit zurückkehrt, werden eure Erinnerungen dann zurückkommen? Noch mehr Fragen bezüglich Magie? Sehe ich für euch aus wie ein Magier? Ich war einst stolz, dass der Krieger mich auserwählt hat.
Aber diese Ehre lastet auf meinen Schultern wie ein Fluch. Ich kann nicht einmal mehr den Ruf des Kriegers vernehmen. Bitte, meine Freundin, lasst mich einfach in Ruhe. Ich höre was, da oben ist er. Die Finsternis, die Titus Geist umgibt, blockiert meine Verbindung zu ihm. Aber da ihr meinen Apexstein berührt habt, kann ich noch immer mit euch kommunizieren. Ihr seht Titus als euren Freund an. Seid ihr bereit, ihm zu helfen? Ja. Sagt mir, was ich tun muss. Einst gab es eine legendäre Klinge namens Kriegsschwur, geführt von meinen größten Champions. Sie ist schon viel zu lange ohne einen echten Begleiter. Das müssen wir ändern. Derzeit trägt ein Eisenorg die Klinge wie eine Trophäe. Doch wirklich führen kann er sie nicht. Und dieses Schwert kann Titus Erinnerungen zurückbringen? Kriegsschwur kann in der Hand würdiger vieles vollbringen. Er langt die Klinge und gibt sie Titus. Das wird Titus daran erinnern, wer er ist, und seine Verbindung zu mir wiederherstellen. Dann kann ich Titus nach Hause schicken. Wo kann ich diesen Eisenorg finden? Die Klinge ruht in den Ruinen im Südwesten. Auch wenn dieser Eisenorg, Skarat der Vielen, Kriegsschwurs nicht würdig ist, so ist er dennoch ein mächtiger Kämpfer. Er nimmt jedem seiner Opfer Trophäen ab und wird die Klinge nicht freiwillig aufgeben. Ich werde Skarak finden und die Klinge bergen. Die Klinge wird Titus sein wahres Selbst zurückgeben, aber die Zeit wird knapp. Ich spüre schon, wie Titus über den Tod eines Kriegers nachdenkt, um sich von seinen Qualen zu befreien. Das dürfen wir nicht zulassen. Titus hat noch immer viele Schlachten zu gewinnen, bevor sein Leben ein Ende finden darf. Ja, das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen zurückreiten. Und dann irgendwo da vorne am Eingang soll er dann stehen. Ist der gemeint? Das ist aber doch kein... Doch, Skarg, der... Ah, ist doch ein Troll. Also ein Ork. Kein Troll. Okay, das ging ja schnell. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. So. Ich krieg ja schon Hallus. Ich habe gerade schon gedacht, dass der Stein sich bewegt hätte. Wo ist der Krieger? Beziehungsweise der Krieger wird nicht mehr da sein. Nein, ist er auch nicht. Aber mit ihm müssen wir sprechen. Es tut gut, euch vor dem Ende noch einmal wiederzusehen, meine Freundin. Ich wollte gerade endgültig von meiner Frau Abschied nehmen, ehe ich mich in die letzte Schlacht stürze. Falls ihr in die Schlacht ziehen wollt, dann nehmt diese Klinge. Der Krieger wünscht, dass ihr sie führt. Das ist eine großartige Klinge. Ich kann ihre Energie spüren. Sie ruft nach mir. So wie es einst der Krieger tat. Es fühlt sich richtig an. Als wäre ich dazu auserkoren, sie zu besitzen. Wohlan denn. Ich hoffe, ihr nehmt als Zeichen der Freundschaft im Gegenzug meine alte Klinge, damit ihr euch an mich erinnern könnt. Ja, und wir haben ein zweihändiges Schwert in Geschärft bekommen vom Set Weg der Kampfkunst. Und ich hoffe, ihr habt es nicht so gehört, dass der Trödel, also der Altmetall-Typ hier im Hintergrund gefahren ist. Ich weiß nicht, warum er heute da war. Er sollte offiziell erst übermorgen da sein, aber... Heute machen sie alle, was sie wollen. Nehmt meine Klinge, Titus Valerius. Ihr habt sie euch verdient. Lasst ihre Macht durch euch strömen und euch daran erinnern, dass ihr ein wahrhaftiger Krieger seid. Ich fühle mich stärker. Meine Erinnerungen kehren zurück. Himmlischer Krieger, erhört mich. Ich habe alles getan, was ihr verlangt habt. Ich habe treu gedient. Nun schickt mich bitte nach Hause. Ihr seid mein Champion, Titus, an dem ich große Freude habe. Haltet die Klinge gut fest. Sie wird mit euch reisen und euch in eurer eigenen Zeit bestens dienen. Meine Kameraden, meine Freunde, noch nie habe ich an der Seite von edleren Helden gekämpft. Dies mag ein Abschied sein, doch ich werde euch nicht vergessen. Kämpft weiter und gebt eure Werte niemals auf. Bei euch weiß ich, dass die Zukunft in sicheren Händen ist. Larisa, Geliebte, mein Teil in diesem Krieg ist getan. Ich komme nach Hause.
Habt keine Angst. Laut der Geschichte von Titus Valerius wird er zu einem der größten Helden Tamriels. Seine Leistungen hallen noch in der Zukunft wieder. Vielleicht wird es auch euch so gehen. Ja. Bekommen wir eine neue Quest? Man steht dann immer so ein bisschen rum und es kommt aber niemand Neues im Moment. Das finde ich ein bisschen seltsam. Okay, Wegschreiben Belkart. Da steht auch nichts drin, aber das wird wahrscheinlich das Einzige sein, was uns jetzt noch übrig bleibt. Das heißt, ich werde mich mal eben ganz schnell aufmachen, dass wir wieder zurückreisen. Ich lasse das Ganze hier auch mal ein bisschen laufen, aber ja, wenn jetzt hier irgendwo einer auf den Weg gekommen wäre, der wäre ja schon längst da. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass jetzt hier noch einer kommt. Nee. Dann schauen wir mal gemeinsam eben, ob wir in Belkart noch irgendwas holen können. Also eine Quest. Da ist nur das eine. Ja. Die scheinen alle irgendwie keine Lust auf mich zu haben. Oder die brauchen keine Hilfe. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt hier nirgendwo einer. Ich schaue jetzt nochmal als letztes hier oben nach. Ansonsten könnte ich die Folge quasi schon beenden. Was natürlich sehr kurz ist. Hallo? Braucht keiner meine Hilfe hier? Leute. Dieben. Oder jemand anderes. Keiner da? Hm. Wir haben auch keine Quest jetzt mehr hier in dem Bereich drin. Verschiedenes ist, ja, ja, Verschiedenes ist was anderes. Wobei, die Quest könnten wir tatsächlich mal eben machen. Sprecht mit der Dame in Wuckelwacht. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass ich Wuckelwacht, ach so, Quatsch. Dass ich Wuckelwacht schon habe. Genau, das habe ich schon. Dann schauen wir mal eben, Morrowind müssten wir ja theoretisch auch machen können. Haben wir auch schon. Heiligen Delien. Gibt es noch irgendwo vielleicht irgendwas, was ich hier noch annehmen kann? Ich schaue mal eben nach, gerade weil die haben ja nichts mehr, ne? Dann wie heißt das jetzt? Glenumbra zum Rosenlöwen. Vielleicht können wir schaffen, dass wir da nochmal hingehen können. Ja, weil, wie gesagt, ich kann jetzt leider nichts finden, wo ich jetzt hier weitermachen kann. Ich bin auch extra nicht weggeportet. Den Brechtäubling nehmen wir auch mal mit. Reden kann ich auch nicht mehr heute. Es ist echt schlimm geworden. Finde ich jetzt gerade ein bisschen beunruhigend, ehrlich gesagt, weil ich jetzt überhaupt nicht weiß, wie ich da mit der Hauptstory weitermachen soll. Ich werde mich aber dann auf jeden Fall natürlich darüber informieren, wo man da weitermachen muss. Da muss ich halt mal im Internet gucken. Das ist wirklich zum Mäusemelken gerade. Hier steht auch nichts drin, ne? Also ich bin jetzt hier gerade am Gucken, aber ich sehe jetzt auch nichts, dass da irgendwas markiert wäre. Wobei, wenn was markiert wäre, dann hätten wir das ja auch mitbekommen. Dann würde das ja auch unter J angezeigt werden. Es hat etwas Wunderbares, ohne Ziel durch die Straßen einer Stadt zu streifen. Ja, wirklich wunderbar. Wir schauen mal, ob wir das jetzt hier eben machen können, weil das wäre für mich natürlich am sinnvollsten. Ich glaube, andersrum wäre besser gewesen. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Mit dir will ich jetzt gerade aber nicht reden. Tut mir leid. So. Das Buch nehmen wir auch direkt mal mit. Könnt ihr euch gerne durchlesen. So, weil Glenumbra war mir, soweit ich weiß, schon. Hier ist es nicht. Okay, es steht hier auch scheinbar niemand. Das sind die Ruhmspiele. Wuckelwacht. Tiefer. Oben war jetzt auch keiner, ne?
Die Glyphen sind der Schlüssel. Kasura? Was machst du denn hier? Aber mit dir möchte ich nicht sprechen. Das, nee. Mit dir kann ich aber sprechen. Ah, ja. Ja, ja, ja. Das ist die Dame, mit der wir eigentlich in Wuckelwacht sprechen sollten. Also wenn ihr das habt, ihr könnt das dann gerne in Auridon machen, unten in Wuckelwacht. Da ich aber das Haus schon habe und ich glaube, ich müsste euch... Ach so, nee, kann ich jetzt nicht mehr zeigen, weil ich habe das ja schon angenommen. Dann ist das ja unter Verschiedenes drin. Da steht übrigens auch nochmal, in Wuckelwacht soll man eigentlich mit ihr reden. Gasthaus Maras Kuss. Da ich das aber schon habe... Gibt es die Möglichkeit, mit ihr irgendwo anders zu sprechen? Das kann man in den Hauptstädten machen von den drei Allianzen oder in jeder Hauptstadt von Kapiteln, die man dazu gekauft hat. Beziehungsweise in Diazis bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber in Kapiteln ist es auf jeden Fall möglich. Ja, wir sprechen mal einfach mit ihr. Ihr habt da etwas an euch. Eine ganz bestimmte Eigenschaft, die man nur selten findet. Und glaubt mir, ich liege bei solchen Dingen nie daneben. Kann ich euch für ein Zimmer im örtlichen Gasthaus interessieren? Obwohl, wartet mal, das kam jetzt falsch rüber. Ein Zimmer im örtlichen Gasthaus? Seht mal, leere Zimmer sind schlecht fürs Geschäft. Der Unterhalt allein kostet mich mehr, als der ganze Laden wert ist. Aber ich glaube, wir können uns da schon irgendwie einig werden. Und damit meine ich nicht die Nummer, bei der wir vorher noch erst nett zusammensitzen und was trinken. Das möchte ich ganz eindeutig festhalten. Warum nicht? Was für eine Art von Übereinkunft? Ich brauche jemanden, der den Ruf meines Ladens aufpoliert. Die Art von Heldin, zu der die Leute aufschauen. Und ich habe dabei euch ein gutes Gefühl. Ihr habt Großes geleistet und ihr seid wahrscheinlich im Begriff, noch Größeres zu leisten. Sieht ganz so aus, als könnten wir hier einander aushelfen. Ich bin interessiert. Was sind die Einzelheiten? Na schön, Details. Ich kann verstehen, wie das einem ein wenig zwielichtig vorkommen kann, aber macht euch keine Sorgen. Dieses Gasthauszimmer ist in bestem Zustand und sehr günstig gelegen. Ich kenne euch, Abenteurer. Ihr habt doch gern ein Zuhause in jeder Stadt. Das hier wäre sicher eine schöne Ergänzung eures bisherigen Eigentums. Das ist richtig. Da muss es einen Haken geben. Was ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Ich brauche nur jemanden, der meine Außenwirkung ein bisschen auffrischt und mein Bauchgefühl sagt mir, dass ihr diejenige seid. Solange ihr keine Skoma-Höhle oder einen Unterschlupf für Gesetzlose daraus machen wollt, gehört dieses Zimmer euch. Solange ich mich innerhalb eines gewissen rechtlichen Rahmens bewege, kann ich mit dem Zimmer also machen, was ich will? Oh, sicher. Ihr könnt Handwerk betreiben, eure Haustiere unterbringen und Schätze oder Trophäen ausstellen, auf die ihr bei euren Reisen gestoßen seid. Hey, ihr könnt sogar eine Übungspuppe aufstellen, um euch im Kampf zu üben. Solange ihr nichts demoliert, habe ich nichts dagegen. In Ordnung. Ich nehme euer Angebot an. Hervorragend. Ihr werdet diese Entscheidung nicht bereuen, das schwöre ich. Hier sind der Mietvertrag und der Zimmerschlüssel. Es hat zwar etwas gedauert, doch ich konnte sie mir von meinem letzten Mieter besorgen. Hat mehr Zeit in den Abwassertunneln in Anspruch genommen, als ich gehofft hätte. Aber so ist das eben in diesem Geschäft. Ja, und damit bekommen wir dann die Anthologie der zu erstehenden Domizile. Ich hoffe, das Zimmer gefällt euch. Bei eurem Ruf bin ich mir sicher, dass ihr keinerlei Ärger mit den Nachbarn haben werdet. Falls doch, dann denkt bitte daran, Todesdrohungen sind auch keine Lösung. Ich hatte da ein klitzekleines bisschen Ärger, als mein letzter Mieter anfing, welche zu verschicken. Gibt es sonst noch etwas, das ich beachten sollte? Nö, fühlt euch einfach ganz wie zu Hause. Putzt alles ein bisschen raus. Ich kann es ehrlich gesagt kaum abwarten, endlich zu sehen, wie ihr hier alles einrichtet. Hoffentlich habt ihr am Ende ein paar dädrische Schreine weniger als ein anderer ehemaliger Mieter von mir. Also gar keine dädrischen Schreine wären am besten. Und da kann man dann die Wahrheit sagen. Also im Prinzip immer das Gleiche sagen, aber einmal die Wahrheit sagen und einmal lügen, weil man halt seine Schreine aufstellen will. Ich sage natürlich die Wahrheit. Natürlich, ich verehre die Dedra nicht einmal. Oh, was für eine Erleichterung. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schwer man Blutflecken aus Bodendielen herauskriegt. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Ich hatte schon Mieter, die ihre Zimmer mit den wildesten Sachen vollgeräumt hatten. Reittiere, Grünzeug,
Gehilfen? Ich meine, das ist immer noch ein Zimmer in einem Gasthaus. Gehört euch dieser Laden? Mir gehört dieses sowie noch einige andere Etablissements in ganz Tamriel. Es lohnt sich, das Geschäft breit aufzustellen. Natürlich bedeutet das auch, dass ich auf verschiedenste Arten von Ärger achten muss. Aber hey, es hat ja nie wer behauptet, das Immobiliengeschäft wäre ein Kinderspiel. Ja, und das Schöne bei dieser ganzen Sache ist tatsächlich, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, weil ich das eben schon angedeutet hatte, dass wenn ihr mehrere Chars macht, ihr bekommt dann diese Einladung beim Leveln. Wenn ihr mehrere Chars macht, dann könnt ihr immer eine neue Einladung verwenden und dann könnt ihr im Endeffekt, ja, durch die Chars, die ihr erstellt, ich bin mir jetzt nicht sicher, bei welchem Level das war, Level 10 oder Level 15, die Ecke rum, könnt ihr dann mit jedem Char im Endeffekt dahin gehen. Also immer wieder in ein neues Gasthaus, sei es in Dolchdorz, in Deschan, glaube ich, war auch noch eins. Ich guck mal eben, weil hier sind wir ja jetzt soweit fertig. In Deschan war auch noch eins, das ist dann die Luxusmansarde des Nix. Oder wie gesagt, da wo wir ja eigentlich hin sollten, das Gasthaus von Maras Kuss beispielsweise in Wuckelwacht, also hier in Auridon. Ja, wir lesen jetzt einfach mal das Ganze durch. Also das hier lese ich jetzt nicht mehr durch, das könnt ihr euch jetzt gerne durchlesen. Da stehen dann nochmal alle drin. Achso, genau, da stehen übrigens auch die drin hier. Dolchsturz, Ebenerz, Wuckelwacht, Vivek in Wadenfell, Summer's End, nördliches Elsweier, westliches Himmelsrand, Dunkelforst, Hochinsel in Gonfalon und in Nekrum, Telvanni, Halbinsel. Haben sie auch alles aktualisiert, sehr schön. Das sind halt die ganzen Sachen, wo ihr hingehen könnt. Und zusätzlich könnt ihr theoretisch noch zum Wiederhaken in Himmelswacht in Auridon. Zimmer der Sande in Schildwacht, das habe ich auch zuletzt gemacht mit einem anderen. In der Wüste oder auch in Gramfeste Deschan, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ja, und dann reden sie hier noch von ein paar anderen Sachen, allerdings Kuschelkapseln und so weiter, die sind nicht frei erhältlich, also die muss man dann alle kaufen. Hier die, die hier unten nochmal erwähnt werden und im Rest auch nochmal erwähnt werden, Dämmerschatten, Strittquell, Domäne und so weiter und so fort, die muss man halt eben dann alle bezahlen. Das ist eine lange, lange Liste mittlerweile an Häusern, die tatsächlich da drin sind. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie wir jetzt in Karkstein weitermachen. Aber das passte jetzt so von der Länge her ganz gut, dass wir das jetzt nochmal endlich reinschieben konnten. Das wollte ich ja schon die ganze Zeit machen. Aber irgendwie passte das nie so richtig von der Länge her. Und ja, ich werde auf jeden Fall dann mal im Internet gucken, wie ich da jetzt weiterkomme. Also sprich, wie die nächste Quest heißt. Ob ich vielleicht irgendwo sehen kann, ja, wo ich weitermachen kann. Dass es vielleicht eine Liste gibt oder so. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich finde es doof. Weil normalerweise kommt ja immer eine an und sagt dann, so, bei mir kriegt er jetzt die nächste Quest, da müsst ihr hingehen. Und das war jetzt eben nicht. Deswegen, ja. Ich bin gespannt. Ihr werdet es auf jeden Fall herausfinden in der nächsten Folge. Da werde ich euch dann aufklären. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.